Einen wunderschönen guten Morgen. Was geht? Alter, gestern mal wieder kein Ende im Block gefunden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir fahren jetzt heute zusammen auf dem Boot. Amar hat uns eine sauentspannte, sauchillige, echt heftige 26-28 Meter Yacht gemietet. Und ist ganz cool, wir kriegen die zu Sonderraten, die Yacht, weil die von Amars Onkel ist. Das ist nochmal echt fett. Vielen Dank an Amars Onkel an der Stelle, der einfach überreich ist, Mann. Ich packe hier mal kurz die Tasche. Ein bisschen Wasser ist natürlich wichtig, klar. Dann nehmen wir hier noch... Bro, was soll denn das sonst sein? Okay. Das ist eine Flasche Wasser. Ich denke, es ist absolut noch scheiße. Sehr spannend. Wir nehmen auf jeden Fall natürlich ein paar Softgetränke mit und so. Wir werden sicherlich auf dem Boot ein bisschen tauchen gehen. Das kann ich nicht wegen meinem Ohr überwack. Ja? Alter, den Cliffhanger, wir müssen nicht noch umstylen. Alter, das kommt noch. Warte ab. Ja? Ich habe gesagt, einmal Club feiern. Gestern zählt nicht. Naja, schon. Nee, Alter. Ja, ich würde sagen, ab aufs Boot. Wir haben Jetskis mit dabei. Wird mega funny. Wird mega geil. And all I need is your love tonight, my man. Hier steht was Scheiße. Absolut richtig. Hey, Sancho. Wie geht's dir? Max hat gestern einfach wirklich, also der hat datemäßig bzw. flirtmäßig hat Max gestern wirklich overdelivered. Der hat sich gestern einen richtig süßen Typen geklärt, der ihm die ganze Zeit Sancho so geflüstert hat. Obwohl Max gar nicht so hieß. Aber das ist more than nice gewesen. Fein ist los. Rutsch mal richtig weit nach links, richtig weit. Ja, setz dich mal richtig auf mich drauf, wie Bro. Wie Daddy. So, da hinten hat es unser Boot. Aggressiv wild. Hey, Amar, danke nochmal, dass du uns so ein krankes Boot geklärt hast. Bro, das Boot ist ja anders heftig. Ey, danke, Mann. Digga, was hat es hier nochmal gekostet, das Schlauchboot? 20.000 im Tag, oder? Ja. Sehr chillig, Mann, sehr chillig. All I need is your love tonight. Okay, wir fahren jetzt rüber mit dem Boot. Ey, ich bin noch nicht stoppen. Auf das Boot und dann fahren wir mit der Yacht auf ein größeres Boot, oder? Ey, Bro. Dann kommt das Kreuzfahrtschiff. Wir fahren mit dem Boot den ganzen Tag. 6 Stunden, ja. Ohne Sonnenschutz. 8. Chillig, Digga. Let's go. Mann, ey, die haben gar keinen Bock auf uns. Guck mal, die hassen uns jetzt schon. Sehr chillig, Mann. Da oben ist unser Jetski. So nice, Digga. So nice. Okay, Jungs, wir sind da auf dem Boot. Max ist unser Zuhause für die nächsten Tage. Boot, Camp. Hier ist unsere Küche. Let me give you a small tour. Yeah, please. Just show me around. Show me around, man. This is the main salon here. Uh-huh. Living room. Dining room. Dining room. So this is the master cabin. Uh-huh. We have it locked because it's also a storage area. We have a lot of closets. It is. It's quite spacious and really comfortable. Yeah, it is. Really looks like it. Okay, this is our master bedroom. Max, all I need is your ass tonight. I swear to God. The best places. Up top, right? Up top. Ich bin reich und ich heiße euch alle. Das ist sehr wild. Das ist sehr, sehr wild, mein Mans. Hey, Max, hast du dich schon mal so reich gefühlt? Das ist weird, oder? Ey, das haben wir alles euch zu verdanken. Das ist richtig krass. Das ist so crazy, Mann. Ey, da vorne kann man ja auch chillen. Aua. Ich hoffe einfach, dass hier mit der Mucke klar geht. Also check mal bitte aus, wie groß dieses Boot ist. Holy shit, Mann. Das sind 28 Meter. Crazy. Ja, das ist unsere heutige Tagesbeschäftigung. Absolut wild, absolut crazy. An der Stelle muss man natürlich nochmal sagen, danke an die WhatsApp-Gruppe, Mann. Nee, ein riesiges Dankeschön an euch, Alter. Das ist nur immer wieder zu sagen. Das ist alles euch zu verdanken. Das ist insane. Das ist literally insane. Also, mir fehlen die Worte. Krank blessed. Sehr krank dankbar dafür. Und ja, wir fahren jetzt raus. Let's go. Okay, also wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich ins Wasser. Maximal nice hier. Wie willst du denn hier reinspringen? Wie fühlst du dich? Ich kann nicht springen. Ich habe doch Wasser im Ohr. Ach du Scheiße. Ich kann nur unter... Ja, Bro, ich würde so gerne von hier oben einen Backflip. Jetski fahren kann ich. Nein. Doch. Ich würde es schmeißen. Nein, würde es mich nicht. Hey, Niki, wenn du jetzt eine aggressiv geile Arschbombe von hier oben machst, ja, gehen 3 Drinks heute Abend auf mich. Wirklich? Ja, 3 Stück. Okay. Von hier oben eine aggressiv geile Arschbombe. Gib mir deine Brille. Ready. Aber eine Arschbombe, richtig? Eine richtig geile Arschbombe, ja, Mann. Ja? Okay, 3. Das wird wehtun. Das schaffst du, Bro. 3, 2, 1. Digga, was für eine geile... Der kommt nicht mehr hoch. Was für eine geile Arschbombe, Bro. Das ist auf jeden Fall... Das sind deine Drinks für heute Abend. Die haben hier auch so anders geiles Essen, wirklich. Also das gibt's auch wirklich... Das gibt's nur in der Tankstelle oder beim Aldi. In der Frühstücktheke. Aber muss auch sagen, und das ist wirklich fair... Wenn wir feiern, wird Amar jetzt so mies runterhauen, Digga. Bei den Preisen. Amar fährt übrigens gerade. Hey, dieses Jetski. Ich fahr jetzt gleich noch mit GoPro, damit ich auch mal mitbekomme. Das ist krank, Mann. Das ist so f***ing schnell. Holy shit. Das ist insane. Hast du es, Niki? Ja? Ja, passt. Vielleicht mal ein bisschen Bauch einziehen und Luft anhalten. 1, 2, 3. Ah, Scheiß drauf. Hey, Amar, wie war's, Mann? Bist du jetzt, würdest du sagen, du bist so mit dem Ozean? Ja. Einfach nur die Sehr schön, sehr schön, Mann. Anders. Boah, Alter. Oh. Clean. Wir fahren alles auf Jetski, Mann. Es wird sau chillig. Sascha wird die Kamera bedienen und es wird eine arschgeile Nummer. Hey, Bro, guck mal, die Kameraperspektive ist anders geil, wenn du so filmst, oder? Sehr gut. Hey, was geht, Freunde? Ist das geil? Aber wenn du dann duschst, alles wieder weg? Nee, nee. Doch, nein? Hat ja gar keinen Sinn. Ja, ich will. Ja, Revi will. Jetzt geht's ab, jetzt wird nochmal anders.
die hier Gas gegeben, Mann. Das ist so krank, Alter. Holy shit. Ich werde so asozialen Sonnenbrand hier bekommen. Okay, let's go. Okay, ich finde die Kamera noch ein bisschen closer, if you can. Ja, warte. Oh, nice. Aus maximal. Ey, Sascha, ich sag's dir, das ist. Das ist gerade Roman. Mit romantischer Musik kommt es anders gerade. Schrecklich. Ja. Nick würde mitgehen sollen. Warum mache ich das? Ich bin gleich weg. Hey Sascha, danke, dass du es genossen hast. Ach, man muss die Kamera ausmachen, sonst geht das Akku leer, ja klar. Ey, wir sind jetzt hier angekommen im Restaurant Spear, das heißt Höhle. Ey, wir sind jetzt hier angekommen im Restaurant Spear, das heißt Höhle. Ja, genau. Und wir all I need is your love tonight. Hier vorne hat's das Restaurant. Das ist das da. Wir gehen jetzt aufs Essen und dann gehen wir an den Beach Club und übergeil auch hier. Navigation, Karten, sehr wichtig. Was ein Arsch, Alter. So geil. Sehr entspannt, Mann. Wir fahren hier mit dem Boot ins Restaurant, werden hier abgeliefert. Alright, Mann. Thank you. Okay. Ich fühle mich absolut fehl am Platz mal wieder. Natürlich, klar. Ey, Max, der Psycho mit gebrochenem Schlüsselbein, Bro, schwimmt der darüber. Ey, Max! Max! Hey, this is our guy. Hey, can you pick him up? This is our guy. Digga, XXL Rettungsaktion jetzt hier. Das ist so dumm. Das ist so dumm. He's going to rescue him. Mann, über Bord! Spring! Hol ihn hier! Ja! Deutsche Rettungsschwimmer, hol ihn! Oh nein, Digga. Er geht in die Gucci-Shops, holt sich eine neue Sonnenbrille, neue Schlappen, verliert die Gucci-Sonnenbrille. Oh mein Gott. Hat er gerade verloren? Die ist runtergefallen, ja. Hol ihn hier! Ja! Ich hol die wieder. Was? No, Bro, das ist sehr, sehr deep. Das ist sehr, sehr deep. Oh mein Gott! Halt's Maul, hast du sie? Need is your love tonight! Guck mal, womit er kommen wollte. Micky wollte mit ganze Tauf-Equipment. Also, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bro! Micky schmeißt einfach so seine Brille ins Wasser. Nico, fucking goat, man. Crazy, man. Eis, Eis in den Chat! Eis in den Chat, Eis, Eis in den Chat. Alge. So Leute, wir sind zurück. Back in the harbor. Ich muss ganz ehrlich sagen, großes Shoutout geht raus an diesen Mann. Ich habe meine Stimme verloren, weil ich so rumgeschrien habe, Alter. Wir haben Jets gefahren. Dicker, wir haben Stunts gemacht, die waren anders krank. Dann nur ein Big Shoutout hier an die ganze Crew. Es ist insane, man. Es ist insane. Fucking insane. Also wir fahren jetzt zurück in den Hafen. Ich denke mal, heute Abend geht's noch was essen.